Unser Ziel bei Sennheiser ist es, wirklich eine Erfahrung zu kreieren. Wir wollen immer wieder besser werden. Wir wollen dem Kunden immer mehr bieten, dass er ein immer qualitativ hochwertiges Produkt bekommt. Wirklich in die Musik abzutauchen, dass man alles andere vergisst und einfach nur durch die Musik die Emotionen der Künstler spürt. Und das wollen wir auch mit dem i900 schaffen. Der Wandler ist das Herzstück, das da drin schlägt. Da fängt eben der Klang an zu entstehen. Wir haben bei diesem Wandler nochmal neue Materialien eingesetzt. Es ist ein neues Magnetsystem, was wir selbst entwickelt haben. Und das ist auch der Vorteil, wenn man die eigenen Wandler einsetzt, dass man da eben an diesen ganzen kleinen Stellschrauben arbeiten kann. Weil wir das Material selbst richtig mechanisch aushöhlen, können wir durch diese Fräsmaschinen 3 Absorberkammern, Resonatorkammern einsetzen. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, dass wir jede einzelne Frequenz anfassen können. So, dass wir eben das Ergebnis von diesem perfekten Klang haben. Wenn man aus dem Vollen fräst, dann bleiben immer bestimmte Linien über. Und daraus ist entstanden, dass wir eben die Fräslinien hervorheben, wirklich als künstlerisches Merkmal. Das ist die absolut höchste Wertigkeit, die man erreichen kann und fällt beim Anschauen direkt auf. Eigentlich sehe ich das Hörerlebnis erst recht, wenn ich das einem Gegenüber gebe und er hört den Hörer und er fängt an zu strahlen. Der i900 ist für Audiophile gedacht, die wirklich jedes Detail in der Musik hören wollen, die darauf Wert legen, auf das erste Kratzen vom Geigenbogen, dass man wirklich diese Live-Atmosphäre einfängt und wirklich jedes Detail hören kann.